So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Let's Play Vikings Wolves of Midgar. Okay, ich habe wieder alles verkauft, papipapo, hin und her. Ich habe aber leider Gottes nicht so viel gefunden, außer diesen Ring hier. Nämlich der hat Regeneration 7. Das heißt, wir können uns noch schneller heilen, hoffentlich. Ja. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts. Den Helm habe ich eh schon herzeigt. Der Charakter schaut echt leibend aus, muss ich sagen. Ansonsten, wie gesagt, habe ich leider Gottes nichts gefunden, was mich irgendwie interessiert. Was ich allerdings vergessen habe im letzten Part, ist die Statistik mal kurz herzuzeigen. Totem, was? Tomte getötet? Ich habe keine Ahnung. 557. Wölfe getötet, 297. Imperiale getötet, 330. Diese großen Viecher, Jotyn oder wie die auch immer heißen, 38. Kobolde getötet, 191. Etin getötet, 9. Trolle getötet, 310. Wikinger getötet, 277. Dvergar getötet, keine Ahnung. Feinde getötet, 2926. Ich schätze mal, dass das, wie heißt das? Die komplette Anzahl ist. Alles zusammengerechnet. Dauer der Kampagne 10 Stunden, 8 Minuten, Spieldauer 10 Stunden, 8, ich spiele schon 10 Stunden, weiß ich nicht. Gesamtschaden haben wir schon mal insgesamt 2.153.390 gemacht. Also, viermal sind wir gestorben anscheinend, Rollen ausgeführt 509, sogar das wird gezählt. Blut gesammelt bis jetzt, 118.098, Gold eingesammelt, 42.674, Eisen eingesammelt, 1.473, Holz gesammelt, 6.818, Gold gehandelt, Eisen gehandelt, Holz okay, gut, das passt schon. Okay, wir könnten jetzt auch zum Händler gehen. Schauen wir mal, ob der uns was da noch erzählt. Na, wir machen einfach weiter mit der Hauptmission. Schauen wir dann, wie lang die Mission dauert. Und danach gehen wir halt zum Händler, wenn ich es nicht wieder vergesse. So, interagieren wir. Ich habe seltsame Schiffe auf See gesehen in der letzten Zeit. Seid vorsichtig, mein Häuptling. Seefahrt, irgendetwas. Segelspiere, ich habe keine Ahnung. Zugang zu Thule. Zugang zur Schlangenbucht. Ich glaube, zur Schlangenbucht wollen wir. Das heißt, auch dies können wir aufwerten. Das ist gut zu wissen. Kann man dich gleich auch nochmal aufwerten? Nein, okay, gut. Das kommt geschichtlich einfach so dazu. Okay, dann haben wir uns da rein und plündernde Wikinger heißt die nächste Mission. Na gut. Hauen wir uns gleich rein. Kommen wir in den herrlichen Ladebildschirm, so wie immer. Bin gespannt, wie die Map ausschaut. Bin gespannt, was wir machen müssen. Wahrscheinlich wieder eiserne Schädel einsammeln. Eh so wie immer, oder? Na komm. Die Ladebildschirme sind so lang wie bei Bloodborne zum Beispiel. Kennt ihr Bloodborne? Das ist so wie Dark Souls. Und die Ladebildschirme sind, boah, ein Graus. So, jetzt da. Der Pfad zum rückwärtigen Tor von Castra Ignis wurde besser bewacht, als die Ulfung geglaubt hatten. Jeder der Wachtürme barg eine kupferne Glocke, um seine eigenen Truppen zu entsenden, und ein Leuchtfeuer, das den Zorn der Eroberer auf jeden entfachte, der einzudringen wagte. Jedweder Einsatz von Streitkräften war hier hoffnungslos. Doch war es vielleicht möglich, dass ein einsamer Krieger es vermochte, die weitläufigen Befestigungen unbemerkt zu passieren. Okay. Das ist verrückt. Warum bloß habe ich solch einen wahnsinnigen Plan vorgeschlagen? Wahnsinnig? Wir sind eh gut drauf. Die kleinen Graben stören uns nicht wirklich. Was wollen wir machen? Türme müssen wir zerstören, Riesengraben müssen wir 5 töten und eiserne Schädel natürlich, so wie immer. Gut, dann gehen wir mal ganz schnell da nach hinten.
Ins Wasser können wir nicht gehen, da kommt auch keine große Krabbe. Ich hätte mir gedacht, dass gleich hier mal eine versteckt ist, aber ja, passt schon. So, wir schauen uns natürlich so wie immer überall um. Da haben wir noch so eine kleine Krabbe. Die tun sich da eingraben, schaut euch das an. Na komm raus da. Hallo? Hallo? Da kommt er. Müsst mich jetzt verarschen oder was? Wo sind die großen Krabben? Die sollten ja irgendwo hier sein, oder? Wie er sich jedes Mal eingrabt. Blut für Asgard! Aber mir ist eh wurscht. Meine Güte, wie er sich jedes Mal eingrabt da in diesen scheiß Sand. Ich erwische ihn nicht einmal. Einmal probiere ich's noch. Ich bin unbesiegbar. Kann man das kaputt machen? Ah, das sind die Türme, die ich kaputt machen muss. Okay. I understand. Okay. Ich verstehe. So, hier haben wir noch eine kleine Krabbe. Die auf mich zuspurtet. Hier können wir raufgehen. Haben wir da oben vielleicht eine große Krabbe einmal? Ja, da oben ist eine große Krabbe. Du konntest mir nicht mal einen. Komm her da. Zum Herzfehler. Jo, jetzt blockt er wieder alles. Was du kannst, kann ich auch. Weg mit dir. So, hier haben wir eine Truhe, wo ein eiserner Schädel drinnen ist. Jawohl, und den ersten haben wir schon mal. Sehr gut. Na Gott sei Dank sind wir da raufgegangen, oder? Gut, jetzt bleibt uns so nur der eine Weg. Ja gut, ich scheiß drauf. Wenn der sich jedes Mal da eingrabt, darauf habe ich auch keinen Bock. Du kannst mich nicht besiegen! Ja, tu mich nur betäuben, wenn du glaubst, dass sich das irgendwas bringt. Dann bitte, tu es. So, hier geht das Ding auf. Das Ding, ja, das Tor, meine ich. So, haben wir irgendwelche Türme hier? Turm. Ich sehe nichts mit meinen Adleraugen. Adleraugen, ja, ja. Das ist kein Turm, okay. Kann man nichts kaputt machen. Hier kriegen wir vielleicht noch Holz raus. Und Gold sogar, sehr gut. Hier können wir nichts machen. Gut, dann gibt's nur den einen Weg. Da haben wir den Kontrollpunkt, das lassen wir uns wieder da stehen, den Altar. Tod unseren Freunden! Weg mit dir! Ja, jetzt blockt er wieder alles. Ich bin froh, dass sich die Gaben manchmal schneller regenerieren, überhaupt L2. L2 ist ja jetzt schon übermächtig. Ja, jetzt tut er sich wieder eingraben, ja, weißt du was, gescheißen. Tut er sich wieder eingraben? Alter, bitte. So, schnell rauf da. Gib ihn, watschen. Du Arschloch, du Depperts. Ach, komm jetzt. Da oben haben wir einen Turm. Ja, und jetzt blockt er wieder alles.
Dann halt hinten in den Rücken rein. Leider kein eiserner Schädel dabei, da haben wir noch den Paladin, den holen wir uns natürlich auch. Ja, betäub mich nur. Hast du recht, ich würde mich auch selber betäuben. Meine Güte, was der aushaltet. Ein Schlag. Einen Schlag. Danke. So, schauen wir uns nochmal hier um. Da unten haben wir keine Graben gehabt, also keine große zumindest. Hier hinten spawnt auch nichts. Wenn ich da nach hinten gehe. So, dann waren wir da oben. Da oben haben wir den Turm gehabt. Da unten haben wir die Truhe gehabt, wo kein eiserner Schädel drinnen war. Hier haben wir noch einen Punkt liegen. Ein Pünktli. Und hier auch. Gut, dann war's das wieder hier. Gehen wir dann da durch. Fledermäuse. So, irgendwo da was versteckt. Hier können wir vielleicht Holz noch kriegen. Sehr gut. Da können wir nichts machen. Einen Quarzring einmal erhalten. Kommt drauf an, für was der gut ist. Hier drinnen wird wahrscheinlich kein Turm sein. Es wäre ein bisschen unlogisch, hier drinnen einen Turm hinzubauen. Jetzt, wirklich, das Spiel hängt sehr oft, aber es hängt sich wenigstens nicht auf. So wie bei manchen meiner Let's Plays. Aha, hier kann man nicht durch. Moment, da oben könnte ich aber auch durch. Dort draußen befindet sich eine Meeresgrotte. Allerdings unmöglich, sie nun zu erreichen. Dort draußen befindet sich eine Meeresgrotte. Allerdings unmöglich, sie nun zu erreichen. Okay, also hier komme ich nicht durch. Das heißt, ich muss rundum und umgehen, nehme ich einmal an. Und die Map wird größer, sehe ich gerade. Okay, dann hier entlang. Ah, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Zeigt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid! Schon wieder so ein Scheißmagier. Schnapp ihn dir. Gott sei Dank, den Paladin tut er da verarzten, aber gut, das hat er eh nicht geschafft. Verarzten, ja, ja. Heilen meine ich. Mit seinem geschissenen Zauberspruch. So, was soll ich denn jetzt da hier machen? Wieder einen depperten Hebel finden, oder? Oder alle umbringen? Alle umbringen, passt, okay. So, haben wir hier drinnen vielleicht noch irgendwo ein Türmchen? Türmchen? Ein Türmchen? Kann ich da reingehen? Nein, da kann ich nicht reingehen. Ich habe gedacht, ich kann vielleicht ins hohe Gras gehen. Manchmal ist da ja auch was drinnen. Für den Gott der Götter! So, sonst gibt's hier auch nichts. Dann gehen wir. Boah, ich habe keine Ahnung. Gehen wir runter. Er haltet nicht einmal das Schild nach vorne und kann das blocken. Er ist echt gut. Er ist eine echt gute KI. Was? Er hat meinen Zauber geblockt? Kannst du bitte sterben? Danke. Okay, Riesengraben. Ich habe keine Ahnung, wo Riesengraben sind. Stirb, Baba!
Das muss so wehtun, wenn er mit dem hinschlägt, oder? So, hier unten haben wir den Altar. Ja, meinen Paladin. Ja, natürlich. Also übertreiben kann man es auch, oder? Machen wir mal den da weg. Der ist viel wichtiger, dass er stirbt. Boah, das war Glück. Der wollte sich sicher gerade heilen. So, gleich auf den nächsten. Weg ist er. So, ja, Riesengraben wären irgendwie cool. Wenn ich da die ganze Zeit auf dem Strand spazieren gehe und ich keine Riesengraben finde, dann bin ich ein bisschen enttäuscht davon, muss ich sagen. So, dumm kleiner... Nein, jetzt tut er sich wieder... ich bin in einem Schild, du kannst mir nichts tun. Da, ich fackel dich ab. Nicht mal eine Fleischwunde! Sorge, Herr Paladin, hm? Das, was du kannst, kann ich auch. Nur ein bisschen besser vielleicht. So, bevor wir da raufgehen, gehen wir da nach hinten. Hier haben wir auch noch Graben. Vielleicht ist da eine große Grabe dabei. Ich weiß es nicht. Ja. Da tue ich hinwegsäbeln. Mistviecher, her damit. So, hier unten komme ich nicht weiter, da oben komme ich aber weiter und da haben wir auch noch einen Turm. Ein Türmchen, hier kann ich runter. Vielleicht ist da unten ein eiserner Schädel. Kann ja gut möglich sein. Ja, so wie ich es mir gedacht habe, sehr gut. Sehr gut. Riesengraben bin ich ein bisschen enttäuscht, ich hoffe ich habe keine ausgelassen. Aber mehr als dass ich so schaue, kann ich nicht tun. Da haben wir noch eine kleine. Da haben wir auch nochmal eine kleine. Sonst noch irgendwo hier was versteckt? Ich glaube nicht, oder? Gut, dann gehen wir. Ja, da gehen wir jetzt mal links, würde ich sagen. Der Tod steht dir gegenüber! So, du kleiner Magier, hm? Schnapp dir den Bogenschützen, danke. Gleich den nächsten da. Na komm, schlag ihn einmal, danke. Dann haben wir das auch alles geschafft. So, ganz kurzen Blick, wir gehen einmal erst runter da. Die Engel waren hier, uns beschützen! Ich mal eine Fleischwunde! So, bis jetzt haben wir noch keine Heiltränke gebraucht. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist sogar ein sehr gutes Zeichen. Da unten können wir nichts machen. Dann gehen wir zuerst da nach vorne. Vielleicht findet man da noch was. Alter, jetzt tut er wieder heilen. Ja, ist eh klar. Was ist denn das da? Das sind gleich zwei und die heilen sich permanent drauf. So, heil dich. Alles cool. Der Große wird auch nicht mehr lange leben. Ich hätte gern sein Schwert. Aber nur ein einhändig. Falls das geht. So, ich schau mal ganz kurz nur nach unten. So, hier ist nix. Rübergehen können wir noch. Machen wir gleich. Machen wir zuerst den Paladin da fertig. Na komm, schlag ihn.
Ah, nimm dir die Punkte doch alle gleich mit. So, da oben können wir eh nichts machen. So, hier im Wasser. Oh, da haben wir einen Turm. Dann passt das auch hier. So, schauen wir wieder auf die Karte. Moment. Ja, gehen wir da halt rauf. Da haben wir auch eine Riesengrabbe, sehr gut. Achso, ja, wir haben ja R2 auch noch gekriegt. Zack, dann können wir ihn einfrieren, das ist ja noch besser. Meine Güte, auf das habe ich vollkommen vergessen. So, Riesengraben 3 von 5. Da oben können wir aber auch noch lang, sehe ich gerade. Für die Ulfern! Nehmen wir die gleich mit, da. Ich bin unbesiegbar. Da haben wir noch eine Riesengrabe, sehr gut. Weg mit dir. So, da runter auch, da unten haben wir auch noch irgendwo welche gehabt. Ja, natürlich, sie tun sich jetzt wieder einbuddeln und alles mögliche und gängern wir nur am Arsch. Hallo? Ja, das ist unnützlich. Also, das mit den Eingraben. Was macht der da? Aber ansonsten haben wir da nichts, oder? Na. Ja, ich habe mir gedacht, der tut sich jetzt gleich wieder eingraben, sodass ich ihn überhaupt nicht mehr erwische. Einer sollte noch irgendwo da sein. Wenn er nicht kommt, ja, Pech gehabt. Da oben ist er. Der tut essen. So, ich bin froh, dass sich die großen Graben wenigstens nicht da eingraben können. Ja, dann tu dich halt da verstecken. Ich gehe auf deine Kinder los. Vielleicht wirst du dann aggressiver. Ha? Nicht viel Geschissenes. Ja, greif mich an, so wie ich dich angreife. Hallo? Der wollte jetzt wirklich von mir weglaufen. Okay, ganz kurz schauen. Ja, ist halt die Frage jetzt da. Ob dann da oben wieder die Map zu Ende ist? Ja, so wie ich das sehe, schon. Das heißt, wir gehen zuerst da hinauf. Alle Ungläubigen sollen ihr Ende finden! Ja, ja, ja. Bla, 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 bla. Haha, wie ich ihn in der Mitte zerlegt habe. Sehr gut. Imperiales Langschwert. Ich brauche keine Langschwerter. Aber das Spiel ist wirklich darauf ausgelegt, glaube ich, mit zweihändiger Waffe hier rum zu rennen. So, Türme. Haben wir 5 von 10. Riesengraben fehlt uns noch eine. Eiserner Schädel fehlt uns auch nur noch einer. Naja, wir sind ja noch nicht komplett fertig mit der Map. Mal schauen, was da noch kommt. Da oben haben wir auch noch eine Kiste. Die machen wir jetzt gleich mal auf. Kein eiserner Schädel, aber wir haben Ring der Schlange haben wir bekommen. Okay. Für die Vanir! Schnell auf ihn! Schnell auf ihn! Töte ihn! Sehr gut! Solange er tot ist, ist mir das wurscht. Er soll nie wiederkehren. Genauso wie du, du scheiß Paladin. Er steht, er ist eingefroren, steht vor mir. Oh. Und blockt trotzdem alles ab. Ah, das ist ein Kreuzritter. Okay, ich habe sein Schwert bekommen. Habe ich gerade gesehen. Schauen wir uns das mal an.
Aber ich glaube, es ist zweihändig. Ja, ja. Leider, es ist zweihändig. Was ist das? Zweihänder. Es ist alles zweihändig, was ich kriege. Hauptsache, ich wähle den Gott aus mit Schild und Schwert. Und ich bekomme zweihändige Waffen dafür die ganze Zeit. Na, kann man nichts tun. So, her mit den ganzen Sachen, die da am Boden liegen. Turm kaputt machen. 6 von 10. Okay. Und da kann ich aber nicht drüber, oder? Okay, wie soll ich dann da weiterkommen? Ganz kurzen Blick auf die Karte. Ganz kurzen Blick. Ich schaue mich ein bisschen um. Da kann ich ja auch nicht weiter. Ah, ich sehe schon. Das ist ja ziemlich weit entfernt. Das ist ziemlich weit entfernt. Ich lasse die Karte offen, damit ihr seht, wie ich da laufe. So, abbiegen. Genau. Und darauf. So, neues Territorium. Meine Güte, stirb! So, schnell auf ihn! Bitte, töte ihn, danke! Okay, der ist immun gegen das. Den kann ich nicht einfrieren, den Kreuzritter. Aber das war's auch schon. So, kann ich irgendwas kaputt machen? Nein, leider nicht. Aber da kommt gleich noch ein Bogenschütze. Ja, natürlich. Du nimmst das alleine gegen mich auf. Du bist der große Held. So, irgendwas zum Einsammeln noch? Irgendwelche Türme hier? Na, natürlich. Du auch. Du hast meinen Bruder getötet. Ich will mich rächen. Ja, ja, genau. Da können wir ja nichts machen, leider. Da ist auch nichts drinnen versteckt. Kein Hebel, kein gar nichts. Okay, also hier drinnen ist nichts. Aber es geht ja da oben noch weiter. Moment. Nein, da komme ich auch nicht weiter. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist da auch noch so ein Geheimpfad oder sowas. Kontrollpunkt erreicht. Bin gespannt, ob ich nochmal auf Sand stoße. Paladin, komm her. Ja, er ist der Einzige, wirklich, der Paladin ist der Einzige, der hinschlägt und gleichzeitig blocken kann. Nimm das, stirb. Okay, Bogenschützen. Oh, nicht schon wieder so einer. Danke. Da haben wir einen Turm. Sehr gut. Gott sei Dank bin ich runtergegangen. Die halten schon jetzt mehr aus als vorher, oder? Bilde ich mir das nur ein? So, Turm weg. Somit haben wir 7. Da unten ist nochmal Strand. Vielleicht komme ich da noch runter. Wir brauchen nämlich noch eine Riesengrabbe. Ich hoffe, dass die da ist irgendwo. Und ich hoffe, dass wir die restlichen 3 Türme auch noch finden und den einen Eisenschädel halt. Schauen wir mal. Der einzige Gott ist mit uns! Eigentlich jetzt ja nicht, gut. Sonst wäre ich jetzt auszuckt. Okay, was haben wir da? Da ist nix. Hier hinten könnte vielleicht noch ein Türmchen sein. Ja, sehr gut. Langsam aber sicher beginne ich das Spiel zu begreifen, wo alles versteckt sein könnte. Ah, bitte. Danke. Das passt alles. So, kurzen Blick auf die Karte. Wir gehen aber nicht geradeaus weiter. Also wir machen jetzt dann natürlich die Truppen da noch platt.
damit wir dann später unsere Ruhe haben, damit wir einfach durchrennen können. Bitte, stirb, danke. Für den Gott der Götter! Für den Gott der Götter, da hast du vollkommen recht. Für Tür, das ist nämlich mein Gott. So, und wenn wir da geradeaus weitergehen, kommen wir vielleicht... Das Gefühl bei diesem Weg. Ich habe was? Ich habe ein komisches Gefühl bei diesem Weg. Okay, gut, dann wird das wahrscheinlich einbrechen. All dies und sie ziehen bloß die Brücke hinauf. Welch eine Zackverschwendung. Okay, Gott sei Dank habe ich da interagiert. Jetzt hätte man da nochmal zurückgehen müssen. So, das lassen wir wieder, den Altar. Ansonsten, glaube ich, sind wir hier in dem Gebiet einmal fertig. Ein Turm haben wir gehabt. Zwei sind noch offen. Ah, das ist perfekt. Batz und Batz. Ah, schade. Haben wir gedacht, vielleicht bringe ich noch ein paar dabei. So, alles zerstückelt. Und wir sind wieder Level Up, sehe ich gerade. Wir haben wieder das Pluszeichen davor. Sehr gut. So, der Altar war aber ziemlich am Anfang. Da renne ich jetzt sicherlich nicht nochmal hin. Vielleicht kommt noch ein Altar. Da haben wir wieder einen Kreuzritter. Sehr gut. Und weg ist er. Und wir haben sein Schild bekommen. Ob das besser ist als das, was ich trage? Fragezeichen, ich weiß es nicht. So, schnell auf den da, da. Sehr gut, sehr gut. Na, da kommt mir das Grinsen ins Gesicht. Okay. So, Türmchen haben wir da nirgendwo. Vielleicht da unten. Vielleicht komme ich da jetzt auch nochmal zum Strand, ich weiß es nicht. Aber nein, hier ist noch ein Turm. Ein Türmchen, sehr gut. Okay, das passt. Hier kann man nicht runter. Na, spring runter einfach. Okay. Ich hoffe, es kommt noch ein Turm. Ich hoffe es. Und ich hoffe, dass wir auch noch die Riesengrabe finden. Überhaupt der eiserne Schädel halt. So, das ist die Besatzung des letzten Wachturms. 20 Kreuzritter. Nein, einer nur. Doch, ich kann ihn doch einfrieren. Okay, somit haben wir das auch alles weg. Das scheint zu passen. Hier drinnen war ja bis jetzt eh noch nie irgendetwas. Sind halt nur die Wachtürme. Und jetzt wird's wieder interessant. So, da rein will er, dass wir gehen. Das heißt, wir gehen einmal in die gegengesetzte Richtung, so wie eh und je. Vielleicht kommt da ja noch der letzte Turm. Vielleicht kommt da auch die letzte Grabbe. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Auf jeden Fall noch ein paar Imperiale. Hier haben wir noch einen Bogenschützen. Bogenschützen. So, hier könnte vielleicht ein Turm oben sein. Nein, leider nicht, aber Holz kriegen wir da. Perfekt. So, da unten könnte vielleicht die letzte Grabbe sein. Imperialer Bogenschütze. Nein, das ist keine Grabbe. Na, danke. Schnell. Schnell. Batz. Da unten ist der letzte Turm. Wenigstens was. So, eine Aufgabe haben wir erfüllt. Dafür kriegen wir ziemlich viel Holz. Aber keine Grabbe. Ah, schade. Ich hoffe, dass die noch kommt. Und ich hoffe, dass wir auch noch die letzte Schatztruhe hier finden. Wo der eiserne Schädel drinnen ist. Ich hoffe es. Ansonsten können wir einfach nur weitergehen. Gehen wir mal in die Höhle. Mal schauen, was da drinnen ist. Aha, gehe durch das Portal. Und hier haben wir die letzte große Grabbe.
Das ist Glück. Aber mir fehlt trotzdem der Eisenschädel. Stirb, danke. Ja, mit den Erfahrungspunkten, sonst war's das wieder hier. Okay, ja, der letzte Eisenschädel halt, aber macht ja nichts. Diese Höhlen, ich bin bis nach Utgard gelangt. Okay, gut, der letzte Eisenschädel könnte ja auch noch hier kommen. Oder? Nein, da unten ist schon Bosskampf. Okay. Zumindest sehe ich keine Truhe hier. Nein, also gut. Den letzten Eisenschädel haben wir leider nicht mehr gefunden. Aber macht ja nichts. Für Bosskampf. Alter! Ganz ruhig, langsam und vorsichtig da. Schnappen wir uns mal den da, den scheiß Troll. Einmal heilen. Die Hälfte haben wir eh schon runter. Einmal heilen. Gleich hammern. Gut, dann laufen wir einmal da unten in den Kreis, bis wir uns ein bisschen aufleveln, ja. Bis wir aufgelevelt sind. Ihr wisst schon, was ich meine. Vitalität wieder auffüllen. Währenddessen können wir ja so machen. Ja, viel hat er nicht mehr. Er erwischt mich auch nicht. Er ist zu langsam, der Mausibär. Einfrieren anscheinend können wir auch nicht. Viel Lebensenergie hat er nicht mehr. Und weg ist er. So, Gürtel des großen Schmiedes, Goblin-Klinge haben wir nochmal gekriegt und eine Rune. Okay. Die Abwehr von Castra Ignis war undurchdringbar. Jedoch fielen ihre Wachtürme unter dem waghalsigen Angriff des Kriegswolfes. Was das Erreichen der Festung selbst anbelangte, so entstand bereits ein Plan in seinem Kopf. Haben wir noch eine Map fertig, ja? Bin gespannt, wie lange es noch geht. Bin echt gespannt. Na komm, lad schneller. Dein Kaufmann kannst du Ressourcen, von denen du zu viele hast, wahrscheinlich, verkaufen. Also seid ihr auf der Suche nach einem Pfad durch Utgard nach Castra Ignis. Was tut ihr hier, Trollhexe? Habt ihr denn noch nicht genug? Ich möchte euch einen Handel vorschlagen. Einen zu unser beider Vorteil. Verwechselt mich nicht mit eurem Laufburschen, Trollhexe! Das könnt ihr vergessen! Hört mich an. Vielleicht ändert das ja eure Meinung. Es gibt eine Insel, längst vergessen und hinter einem Nebel versteckt, dem selbst Schiffe nicht trotzen mögen. Dort liegt Sigurd begraben, samt seines Ringes Antvaranaut. Wenn ihr mir diesen Ring bringt, helfe ich euch zum Herzen des imperialen Lagers bei Castra Ignis vorzustoßen. Was sagt ihr da? Einen läppischen alten Ring im Tausche gegen einen unsichtbaren Pfad in die Feste des Feindes? So sei es! Sigurds Ring gegen Zugang zum imperialen Lager! Hintergeht mich nicht, Trollhexe! Ich versichere euch, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Bis ihr den Ring habt, werde ich mir die Zeit in eurem Dorfe vertreiben. So kann ich endlich etwas Zeit mit meiner Tochter verbringen. Ich glaube es fast nicht. Ich bin wirklich einen Handel mit ihr eingegangen. Ja, das ist ein bisschen komisch. Überhaupt, dass die jetzt in unseren Gemäuern ist. Naja, was soll's.
Kann ich hier entlang? Nein, kann ich nicht. Okay. So, was haben wir Neues gekriegt? Das hier? Haufen imperialer Helme. Geil. Gut gemacht, gut gemacht. Ja, ansonsten glaube ich, war es das eh. Wir haben ja noch diesen anderen Typen da umgebracht. Noch so einen Wächter. Habe ich da auch schon noch die. Also eh sowas. Das ist auch ein eiserner Wächter. Haben wir noch einen gekriegt? Ich glaube nicht, oder? Na, ist ja wurscht, passt schon. Okay, dann schauen wir mal, was Neues gibt. Und wir gehen wiederum leveln. So wie immer. So wie immer und ihr, immer und immer und ewig. Ihr kniet auch schon die ganze Zeit da, gell? So, ich würde es aber wieder in Gesundheit geben. 2 Gabenpunkte haben wir noch gekriegt. Das ist gut. So, das ist auf Maximum, das ist auf Maximum. So, das möchte ich ehrlich gesagt noch nicht draufhauen. Passive Gabe, gibt dir Kraft, mehr Schaden im Kampf einzustecken. Möge Tür mich für das für ihn vergossene Blut. Das ist auf jeden Fall gut. Was haben wir da? Tür segnet jeder, die mir einstellenden Kampfstil bevorzugt und erhöht deine Kampfkraft. Da brauchen wir aber Stufe 17, aber einmal um 12, okay. Dann erhöhen wir das so. Und ich glaube, das passt. Gut, verkaufen und sowas tue ich wieder von alleine, so wie eh und je, so wie ihr es halt gewohnt seid. Und ja, wir hören uns dann im nächsten Part. Macht's das gut, tschüss Baba, euer Herzfehler.